Hallo, hallo Radinenfreunde! Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven. Ich bin Even. Und hier ist Woody. Ja, und wenn ihr nicht wisst, um was es hier in unserem Kanal geht, das ist ein Kanal, wo wir von Anfang bis Ende mal dokumentieren, wie man ein großes Terrarium baut. Ja, wenn ihr schon ein paar Schritte verpasst habt, dann klickt einfach oben auf unsere Playlist, abonniert das Ganze vielleicht, dann verpasst ihr auch keinen weiteren Schritt. Ja, und im heutigen Video ging es um den vielfachen Wunsch eines Einzelnen, um die Erklärung, wie man die Schiebescheiben montiert. Und die sind heute geliefert worden. Wir gucken gleich mal. Ich habe die Scheiben bestellt von der Firma Spiegelshop. Ja, da war es einfach, war der günstigste. Es war vom Preis war es, wie gesagt, top. Das Ganze wurde geliefert mit einem firmeneigenen Fahrzeug an einem Feiertag. Das war jetzt am Vatertag, glaube ich. Absoluter Hammer. Ja, und heute schauen wir mal ganz kurz drüber, wie baut man sowas zusammen oder wie berechnet man das vorher. Wie ihr wisst, ist mein Aluminiumsystem, habe ich ja von der Firma Alsopla Marine Systems gekauft. Ich gucke mal, vielleicht kann man das hier sehen, wenn nicht, machen wir das gleich. Und die haben natürlich die Bauteile und auch eine Bauanleitung dazu getan. Ja, was braucht man dafür? Einmal muss man, ich denke, das ist vielleicht das erste Problem, man muss erstmal das genaue Maß der Scheiben herausfinden. Das ist leider nicht mit dokumentiert worden, also wie man es macht schon, aber man hätte ja vielleicht von Seiten Alsopla vielleicht schon wirklich die Scheibengröße aufschreiben können. Aber es ist auch kein Problem. Wie rechne ich das aus? Ich nehme mal ganz kurz die Kamera. Wir schauen mal ganz kurz hier über die Sachen, die wir überhaupt haben. Im Ganzen ist es kinderleicht, ne, Even? Ja. So, wir haben hier die Anleitung und die sagt, ich brauche erstmal die lichte Höhe, also quasi das Einbaumaß meiner Scheiben. Von ganz oben bis ganz unten gemessen, ohne Profile, wirklich die rohen Einbaumaße. Wenn ich das Maß habe, sagt mir die Firma Alsopla, wenn ich die Klemmprofile verwende, muss ich die Einbauhöhe minus 33 mm nehmen und wenn ich das ohne mache, 31 mm. Was das ist, da kommen wir jetzt gleich mal zu. Zur Breite, ja, da gibt es auch einen kleinen tricky Trick. Wir haben hier diese vorgefertigten Schienen. Ne? Bei meinem Terrarium, bei unserem Terrarium, wisst ihr ja, haben wir gegenüberliegend, also da drüben ist eine kleine Schiebetür, die Hälfte des Terrariums ist hier ein großes. So, man bekommt die Schienen geliefert. Na, was ist hier mit unserer Kamera? Mal kurz stopp. Ja, immer diese Technik. Wie gesagt, man bekommt vorgefertigte Schienen, die sind auf Maß geschnitten. Nur hier muss man jetzt einmal aufpassen, wenn man jetzt eigentlich die Breite der Scheiben nach dem Profil wählt, darf man immer nicht vergessen, rechts und links kommen solche Eckkappen, die, ich weiß es nicht, 2 mm breit sind. Und wenn ich meine Scheibe passgenau auf die Schiene mache und dann die Ecken drauf setze, habe ich quasi hier diese 3 mm und das wäre dann so, wenn ich die Scheibe zuschiebe, habe ich auf jeden Fall hinterher einen 3 mm Luftspalt. Dasselbe ist auch so, ganz oben kommen diese Anti-Klapper Plastikteile, die haben hier auch einen Endanschlag, ich weiß nicht, ob man sehen kann, drauf. Die sind genauso gemacht. Wenn ich die aufsetze, wenn man hier oben guckt, haben die auch 3 mm Abstand. Also wenn man die so draufklickt, schließt meine Scheibe nicht ganz und man hat quasi, wie gesagt, diese 3 mm Abstand. Möchte ich das nicht, muss ich natürlich zur Scheibenbreite zweimal die Breite dieses Endanschlags verwenden und muss dann dummerweise hier oben den Endanschlag ein bisschen modifizieren, vielleicht absägen, so dass ich es dann schließen lassen will. In meinem Fall ist es sowieso ein bisschen anders, da kommen wir aber im nächsten Video drauf, wenn es um die Belüftung geht, da gehe ich wieder einen völlig anderen Weg. Ja, wie gesagt, wir schauen nochmal ganz kurz schnell über die Bauteile. Es ist kein Hexenwerk, ich habe für unten eine Schiene, wo ein Laufwagen, Kugel, naja, noch nicht mal Kugel gelagert, ein Laufwagen mit einer kleinen Rolle eingesetzt wird. Das Ganze fährt auf der Laufschiene. Ne, geliefert habe ich für jede Schiebetürseite nur zwei Rollwagen.
Für die langen hätte ich mir vielleicht, das gucken wir uns gleich mal an, vielleicht 3 Laufwagen gewünscht. Aber gut, der Hersteller wird es wissen, ob es nur 2 reichen. Ja, dann habe ich, wie gesagt, die Endanschläge, den Klapperschutz und dieses, wie gesagt, Klemmprofil, was ich ja gerade auch sagte beim Einbau. Ich kann die Scheiben entweder mit diesem Klemmprofil hier einsetzen, dann muss ich auf das richtige Maß achten. Oder wenn ich das nicht machen möchte und ich es fest einkleben will, muss ich das Maß um 2 mm verändern. Ja, ich denke mal, wir schauen mal, wie kinderleicht das geht. Wir springen mal rüber zu den Scheiben und Ivan wird gleich mal zeigen, wie einfach das geht, wie wir das einbauen. Lass uns mal schauen. Ja, hier nochmal, das ist nicht gesponsert. Das ist die Firma Spiegelshop. Guckt mal, wie schön das Ganze verpackt ist. Vernünftig, mit Kantenschutz, mit Polsterfolie. Super verpackt, wie gesagt, auf einen Feiertag mit einem eigenen Firmen-LKW, eigenen Mitarbeiter gebracht. Ja, ich denke mal, anhand dieser kleinen Scheibe schauen wir jetzt mal, wie die Profile daran gebaut werden. So, das erste, was da eben macht, ist das sogenannte Klemmprofil. Das ist so ein Gummiprofil, genau. Das muss auf die Unterkante. Ja, da halte ich ihn hier so ein bisschen mit fest. Ja, dass wir hier das passgenau an der Ecke haben. Jawohl. So. Ja, Fummel, Fummel, Fummelarbeit. So. Sehr schön. Gleich geschafft. Perfekt. Es hat tatsächlich besser geklappt als in der Probe, ohne Kamera. Okay, der nächste Schritt ist, einfach diese Rollwagen hier oben in dieses Profilende, wird das quasi richtig rum eingeführt. So rum, das machen wir gleich, eingeführt, rechts und links. Und dann muss man sich das so auf das Maß schieben, wo man meint, das ist vernünftig. Ich denke mal, ich werde es so machen, vernünftig aufgeteilt ist. Okay, los geht's. Okay, jetzt haben wir, wie gesagt, hier die Rollwagen. Ich habe dann hinterher noch ein bisschen Silikonöl verwendet. Manche haken so ein bisschen, manche gehen leichter, aber man schiebt die hier rein. Und jetzt ist es eigentlich nur noch hier drauf pressen und dann haben wir das schon. Machen wir das mal. Gut, so, jetzt haben wir hier das Profil drauf. Ja, hier, das sind wie gesagt die Endkappen, die man hier so draufklickt. Kein Hexenwerk. Hier die Dichtung abgeschnitten, das auch drauf. Ja, jetzt sieht das so aus. Wir haben jetzt auch schon gleich diese weißen Anti-Klapper-Dinger, die sind hier nur drauf gesteckt. Und das ist, was ich meinte. Ihr seht hier, weiß nicht, kann man das sehen, den Abstand, der hinterher natürlich. So, jetzt werden wir die ganze Scheibe einbauen, ne, Ivan? Ja. So, wer das Ganze hier verfolgt, weiß schon, dass wir die unteren Profile schon vor einer ganzen Weile eingeklebt haben in diese Doppellaufschiene und hier oben ist quasi die obere Schiene. Ja, und dann schauen wir mal, ob das Ganze hier auch hoffentlich passt und die Maße stimmen. Hier, ich gebe mal dem Kameramann eben die Kamera. Ja. So, dann wollen wir mal hoffen, dass es reinpasst. So. Schön leicht. So, Nummer 1 ist drin. Yes. Okay, so die erste Schiebescheibe ist drin. Man sieht sie gar nicht so schön sauber, ist sie doch da. Ja, wir hätten vielleicht entspiegeltes Glas nehmen sollen, aber das wäre zu teuer, genau. Sowieso schon alles teuer. So, da ist Ivan, da ist die Tür. Schon mal die Folie abgezogen, wunderbar. So, dann machen wir nur noch 3 weitere.
Und dann gucken wir mal, wie das alles zusammenpasst. Ja, Reptilienfreunde, das war das Ende. Das war das Ende. Na, das war heute das Ende des Einbaus der Scheiben. Wir gucken dann gleich nochmal drum rum. Ja, wie gesagt, das ist kein Hexenwerk. Ist ein super Bausatz. Aluminium, Schienen, passt alles perfekt miteinander. War auch sehr einfach. War auch sehr einfach. Konnte sogar ihn jobben. Ja. Okay, wir schauen mal ganz kurz nochmal einmal drum. Interessant ist es jetzt natürlich für mich schon mal gewesen. Es läuft, keine Ahnung, erst ein paar Minuten. Jetzt haben wir mal die Beleuchtung komplett eingeschaltet. Wir schauen mal hier rum. Wie gesagt, hier auf der Seite die halbe Schiebetür. Und dann einmal drumrum. Hier drüben dann die komplette Seite als Schiebetür. Boah, ich springe mal hier durch. Quasi die ganze Seite als Schiebetür. Ja, da hinten eben. Ja. Wunderbar. Im nächsten Video, ich denke mal, ich weiß nicht, was zuerst kommt, kommt immer darauf an, welche Teile zuerst kommen. Entweder machen wir das mit dem Gartenteich oder das mit der Belüftung, weil hier kommt natürlich noch mit dem Teich. Da kommt natürlich noch was mit der Belüftung. Ist natürlich so noch gar nicht fertig. Das wird auch noch mal ein spezielles Video. Ja, wenn man hier einmal mal drauf schaut, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wahrscheinlich nicht. Ist da oben unter dem Sonnenspot schon 40 Grad. Hier oben habe ich ein Thermometer, da bin ich jetzt knapp bei 26 Grad. Hier oben auch 26 Grad. Also die Temperaturen werden eher nicht das Problem sein. Die Luftfeuchtigkeit müssen wir gucken. Even mit seinem Fernthermometer. Ja, Even, ich sag mal, wir sind fertig für heute. Du mit deiner Temperaturkanone. Ja, wie gesagt, schaut euch oben im Link, ist unsere Playlist, vielleicht unsere anderen Videos an. Lasst uns einen Daumen hoch, ne, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nicht, weil es geht jetzt scharf dem Ende zu. Ja. Bei euch ist es 22 Grad. Ja. Und wir sagen einfach, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.